Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Kölsch, Sie haben völlig recht. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die Berliner Polizei nutzt in großem Umfang ein neues Ermittlungsinstrument, was tiefgreifend in die Grundrechte der Berlinerinnen und Berliner eingreift und verweigert konsequent und seit Jahren jede weiterführende Information dazu. Zur Qualität des Berichtes der Senatsverwaltung ist hier das Richtige auch in den richtigen Worten gesagt worden. Man gewinnt den Eindruck, dass die Berliner Staatsanwaltschaft uns als Laus ansieht, die in ihrem Wams juckt. Und dieses Verhältnis ist ein verheerendes. Und wir wünschen uns von Ihnen, Herr Heilmann, dass Sie dieses Verhältnis wieder vom Kopf auf die Füße stellen und dass Sie dort einmal deutlich machen, was parlamentarische Auskunftsrechte sind, was parlamentarische Antragsrechte sind. Es handelt sich hier um einen einstimmigen Beschluss des Berliner Parlaments. Alle Fraktionen haben ihn mitgetragen, und das scheint die Berliner Staatsanwaltschaft überhaupt nicht zu scheren. Es ist völlig unerklärlich, warum die statistischen Daten hier nicht händisch ausgewertet werden. Von einer Behörde mit fast 1000 Mitarbeitern kann man wohl erwarten, dass sie die vom Parlament angeforderten Informationen liefert und sich nicht darauf zurückzieht, dass man erst irgendwelche Programme kaufen muss. Und vielleicht muss an der Stelle auch noch mal daran erinnert werden, es wird ja dort geltend gemacht, wegen der Benachrichtigung per SMS brauche man erst notwendige und eingehende Prüfungen, das sei alles ganz schwierig. Vielleicht muss man noch mal deutlich machen, die Strafprozessordnung sieht die Benachrichtigung der Betroffenen vor. Und wenn diese nicht erfolgt, ist die Maßnahme rechtswidrig. Und da sie in Berlin überhaupt nicht erfolgt, weil überhaupt keine Betroffenen benachrichtigt werden, sind diese 500 Funkzellenabfragen rechtswidrig. Die wenigen Daten, die Sie uns mitteilen, auch darauf hat der Kollege Lauer schon Bezug genommen, lassen auch, was die sonstigen Voraussetzungen und Anforderungen der Strafprozessordnung angehen, Schlimmes befürchten. Die Geschichte ging ja los 2012. Der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte eine Überprüfung gemacht und hat gesagt, so wie die Staatsanwaltschaft die Funkzellenabfrage durchführt, gibt es vielerlei Kritik. Weitestgehend sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, die Verfahren werden nicht eingehalten und weitestgehend sind die Funkzellenabfragen rechtswidrig. Wenn ich mir das jetzt angucke, die Liste der Delikte, die Sie uns geschickt haben, zur Erinnerung, § 100g der Strafprozessordnung verlangt Straftaten von wörtlich auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung. Was ist, wenn ich mir diese Anlasstaten angucke, die Sie uns aufgelistet haben? Es ist verheerend. Dort finden sich als Anlasstaten Delikte der einfachen und einfachsten Kriminalität. Es geht los mit dem Missbrauch von Notrufen, der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, die einfache Körperverletzung, die Nötigung, der Diebstahl, die Urkundenfälschung, die einfache Sachbeschädigung, ein Antragsdelikt, die Mitteilung über Gerichtsverhandlungen und, Kollege Lauer hat das schon erwähnt, das fast den Boden schlägt aus, die Funkzellenabfrage wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Abgesehen davon, dass bei diesen Delikten zum Teil völlig unklar ist, was die Funkzellenabfrage eigentlich erbringen soll, muss man feststellen, dass der Tatbestand der Strafprozessordnung in keinem dieser Fälle erfüllt ist. Denn es wird auf den Katalog von § 100a Absatz 2 Strafprozessordnung verwiesen. Da sind Fälle schwerster und schwerer Kriminalität. Da tauchen die eben von mir aufgezählten Delikte vollständig nicht auf. Und sie sind auch nicht vergleichbar im Unrecht mit den dortigen Delikten, die da drinstehen. Von daher muss man aus heutiger Sicht, wenn man diesen Bericht sieht, sagen, diese Funkzellenabfragen, die da durchgeführt wurden, das ist ein Teil der 500, aber zumindest die haben die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt und waren vollständig rechtswidrig. Und weil die Berliner Staatsanwaltschaft offenbar ein erhebliches Problem mit der Rechtstreue hat, nicht nur, dass sie uns nicht berichten will, was man vielleicht auch versteht, weil da nicht alles ganz koscher läuft, überreiche ich Ihnen heute, lieber Herr Senator, eine aktuelle Ausgabe der Strafprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland. Denn können Sie bitte mal...
Sie laden ja so gerne die Behördenmitarbeiter in große Räume ein, was auch ziemlich teuer ist. Dann würde ich vorschlagen, Heilmann bietet einmal für die Berliner Staatsanwaltschaft eine Lesung aus der Strafprozessordnung ein. Und dann kommen wir vielleicht, dann nähern wir uns mal dem Umstand, dass die Berliner Staatsanwaltschaft dieses Instrument hier rechtmäßig benutzt. Denn diese hartnäckige und fortgesetzte Verweigerung der Gesetzestreue ist schlichtweg nicht hinzunehmen. Die Staatsanwaltschaft führt sich hier auf wie ein Intensivtäter. Und für Intensivtäter haben wir ja ein besonderes Programm aufgelegt. Herr Senator, seien Sie so gut und beschützen Sie alle Berlinerinnen und Berliner vor dieser willkürlichen Massenüberwachung durch die Berliner Staatsanwaltschaft. Ich danke Ihnen.